Ich begrüße ganz herzlich, liebe Zuschauer, heute hier aus Kornwestheim. Ja, bei uns dreht sich heute vieles um Kunst- und Kulturschaffende aus dem Landkreis. Und später möchte ich Ihnen zwei Mitarbeiter des Kultur- und Kongresszentrums vorstellen. Wieso ein Spielplan entsteht und was die beiden an ihrer Arbeit fasziniert, dazu später mehr. Außerdem porträtiere ich noch junge, talentierte Schriftsteller aus Marbach. Und los geht's mit einem Filmprojekt über den Dächern von Ludwigsburg. Dreharbeiten in luftiger Höhe. Zwei Tage lang hat ein Team der Filmakademie Ludwigsburg auf dem Dach des PH-Towers gedreht. Der Kinderkurzfilm Der Opa wohnt jetzt im Himmel beschäftigt sich mit dem Thema Tod und Trauer aus der Sicht des kleinen jungen Paul, gespielt von Henry Wessels. Im Film ist sein Opa gestorben. Pauls junge Mutter Petra, gespielt von Michelle Bartel, ist überfordert mit der Situation. Anstatt der Wahrheit erzählt sie ihrem Sohn, dass Opa jetzt eben im Himmel wohnt. Regisseurin Liv Schabatke greift somit ein Thema auf, das für viele Erwachsene schwierig ist. Im Rahmen der Recherche kam es tatsächlich, dass viele Menschen noch Berührungsängste damit haben, mit Kindern und Tod erklären und Beerdigung mitnehmen. Und deswegen finde ich es schon ganz wichtig, dass man das einfach ein bisschen ins Bewusstsein rückt und klar macht, dass man vielleicht da keine Angst haben sollte. Da Pauls Opa anscheinend jetzt eben im Himmel wohnt, beschließt der kleine Junge, ihn einfach zu besuchen. Gemeinsam mit Opas Wellensittich Pepe sucht Paul auf kindliche Art und Weise einen Weg nach oben. Die positive Form der Auseinandersetzung mit dem Thema hat auch die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Michelle Bartel überzeugt. Ich finde die Herangehensweise mit diesem Thema Tod vor allen Dingen in Bezug auf Kinder sehr mutig und auch sehr wichtig, weil man eben dieses Thema vor allen Dingen, weil es so unheimlich ist, gerne mal verbannt. Aber irgendwann stellen Kinder diese Frage und dann ist es auch wichtig als Erwachsener, da eine Antwort zu haben. Begeistert sind hier alle am Filmset, vor allem von dem 8-jährigen Henry aus Neckarweihingen. Er spielt nicht nur seine Rolle sehr gut, sondern hat schon längst die Herzen seiner Kollegen erobert. Seine Zukunftspläne hält er sich übrigens noch offen. Vielleicht kann ich ja was machen, weil ich bin ja jetzt bei so einem Film gewesen. Ich habe Erfahrung, aber ich würde auch gern was anderes machen. Vielleicht kriege ich ja noch mal so ein Angebot und kann da mitmachen. Na, das würden wir uns doch alle wirklich sehr wünschen. Co-produziert wird der Film übrigens von Cinecore und soll Anfang des Jahres 2016 fertiggestellt sein. Sie experimentieren mit Wörtern, Farbe und ihrer Sprache. 20 junge Talente aus ganz Baden-Württemberg tüfteln eine Woche lang an selbstgeschriebenen Gedichten und Geschichten. Betreut werden sie dabei hier im Literaturarchiv in Marbach von zwei Schriftstellern. Sie geben Tipps, wie die Jugendlichen aus Worten eine neue Welt entstehen lassen können. Wir zeigen eben, wie das ist, also Produktionsästhetik vom Text her zu denken, von der Aufgabe her, wie geht Spannung, was ist gut, mit Figuren umzugehen. Und wenn die sich selbst dann vorlesen, die Kinder, merken sie auch, was kommt an, was nicht so, wo sind noch Fragen. Und es bilden sich kleine Arbeitsgruppen, das finden wir dann immer ganz großartig, auch Freundschaften, die sie auch länger halten als diese eine Kulturwoche. Gefördert wird der Workshop durch die Kulturakademie Baden-Württemberg. 2010 wurde diese von der Stiftung Kinderland gegründet. Neben der Literatur zählen auch Kunst oder Musik zum Förderprogramm der Kulturakademie. Ziel ist es, junge Talente früh zu fördern und individuelle Begabungen zu stärken. Ein Projekt, das die jungen Schriftsteller von morgen überzeugt. Und mir gefällt, dass wir hier immer coole und lustige Sachen machen. Wir fangen neue Themen an, zum Beispiel Haiku oder so. Das macht einfach viel Spaß. Wir haben nette Betreuer und so vertreibt man sich den Tag auch gut. Ich finde es toll, dass man was lernt und das bringt einem auch noch was weiter und es macht einfach ganz viel Spaß und wenn man das gern macht, so wie ich, dann
hat man da einfach auch viel Spaß dran und man denkt nicht so, oh, schon wieder Schule. Ist ja gar nicht so, das macht man ja aus Spaß. Manuskripte entwerfen, eigene Ideen entwickeln und vortragen. Den Schülern hat diese Schreibwoche so richtig Spaß gemacht. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir zurück hier aus Kornwestheim, dann mit meinen Bürgern der Woche. Zwei Mitarbeiter des Kulturbüros möchte ich Ihnen vorstellen. Sie sind für den Spielplan des Cars verantwortlich. Und wieso einer entsteht und was die beiden an ihrer Arbeit fasziniert, das erzählen Sie mir gleich selbst. Bleiben Sie dran, bis gleich. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Darf ich vorstellen, Sophie Beutel und Johannes Elrott. Verantwortlich sind die beiden für den Spielplan des Cars. Mich führen sie heute mal durch das Kultur- und Kongresszentrum und gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen. Los geht's in ihrem Büro. Schließlich entstehen hier die ganzen Ideen. Wir stehen jetzt hier vor der heiligen Wand, kann man sagen. Das kann man so sagen, weil hier entsteht im Endeffekt immer der Spielplan für die Spielzeit. Man sieht jetzt schon graue Kästen, das zeigen wir euch nicht, weil da haben wir uns eigentlich schon fast festgelegt. Okay. Das heißt, die Spielzeit beginnt jetzt, die Spielzeit 15-16 steht jetzt vor der Tür. Und wir sind jetzt aber eben schon an der Spielzeit 16-17 dran. Man muss natürlich schauen, dass man früh dran ist, dass man die guten Produktionen zu dem Wunschtermin bekommt. Und deswegen haben wir hier schon graue Felder, wo immer was drunter steht. Wie schafft ihr das denn, Sophie, so eine Vielfalt hinzubekommen? Also woher kennt ihr euch so gut aus? Oder wie stellt man denn letztendlich dann so einen Spielplan auch zusammen? Genau, also das Grundprinzip bei uns ist, dass wir wirklich für jeden was anbieten möchten. Wir wollen ein Haus sein, was jeden Geschmack mal trifft. Und wir gehen auf Messen beispielsweise. Das heißt, wir sind immer im Austausch mit Kollegen anderer Häuser und das funktioniert unglaublich gut. Also da ist wirklich Konkurrenzdenken gar nicht da. Wir machen das mehr oder weniger gemeinsam. Man gibt sich Ratschläge, sagt dann vielleicht auch mal lieber nicht. Wir gucken uns natürlich viel im Internet an. Wir versuchen eben auch Privatveranstaltungen dann, also privatgeschäftlich zu besuchen und dann zu wissen, das ist gut. Man hat natürlich seine Theater beispielsweise, wo man weiß, das ist Qualität, auch im Kinderbereich ganz wichtig. Und so versuchen wir an dieser Wand das so festzulegen, dass eben ein ausgewogenes Programm entsteht. Direkt neben dem Kulturbüro sitzt Sabrina Müller. Sie ist für den Vertrieb und Marketing des Hauses zuständig. Sie und ihr Team arbeiten eng mit dem Kulturbüro zusammen. Sie kommen und fragen, Mensch, wir bräuchten einen Raum, wir haben die und die Veranstaltung geplant, können wir den Theatersaal mieten und wir vermieten sozusagen dann die Räumlichkeiten für das Kulturbüro, organisieren das, dass unsere Techniker mit vor Ort sind. Eröffnet wurde das neue Kornwestheimer Kulturhaus im Herbst 2013. Mit einem jungen Team, verantwortlich für den Spielplan als auch Belegung der Räume, erhofft sich die Stadt eine besondere Strahlkraft. Wir legen Vertrauen in die Arbeit, aber dieses Vertrauen wird längst belohnt durch sehr hohe Besucherzahlen, durch einen großen Charme, das dieses Team ausstrahlt, aber auch durch eine hohe Kompetenz sowohl im Bereich Kultur als auch im Bereich Kongress. Weiter geht's in der Stadtbücherei. Zwar gehört diese nicht zum Aufgabenfeld des Kulturbüros, doch haben die beiden die Räumlichkeiten hier sehr gern. Hier gibt es viele Highlights, auch hier in der Kinderbücherei natürlich, besonders bequem auf den Sitzkissen beispielsweise, das muss uns dann manchmal gut gehen. Aber wir haben auch eine Sonnenterrasse und das ist im Sommer natürlich herrlich, weil man dann rausgehen kann und einfach die Sonne genießen und ein bisschen abschalten, Buch lesen, das ist wirklich schön hier. Der Sommer ist eigentlich schon fast vorbei, das heißt jetzt doch wieder mehr hier drin dann, oder? Definitiv ja, jetzt wird es dann öfter hier stattfinden. Kurz vor dem Ende unseres Rundgangs gibt es dann doch noch eine kleine Überraschung für mich.
So fühlt es sich also an, seinen eigenen Backstage-Bereich zu haben. Jetzt aber zurück zum Herzstück des Cars. Ihr seid ja ein sehr junges Team. Das macht ja auch ein bisschen euer Kulturbüro aus. Wie schön ist es, wenn man in so einem Ambiente auch arbeiten kann? Das ist natürlich klasse, weil wir jeden Tag einfach merken, dass wir zum einen wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit haben, auf einer Wellenlänge unterwegs sind und dadurch fällt vieles natürlich auch viel leichter und geht schneller. Also wir haben oftmals schon ein ganz schönes Tempo drauf, gerade wenn es darum geht, Dinge zu entwerfen, sich neue Ideen zu überlegen und dann auch umzusetzen. Und der Riesenvorteil ist, natürlich, zum einen sind wir so jung, ja, und haben natürlich auch immer wieder ein bisschen verrückte Ideen. Zum anderen sind wir zu zweit in unserem Team und können auch wahnsinnig schnell mit Hilfe unseres Grafikers viele Dinge in die Tat umsetzen. Ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Sache, wo wir auch der Frau Münkel, unserer Fachbereichsleitung, und der Frau Oberbürgermeisterin Keck sehr dankbar sind, dass sie das so ermöglichen und uns da auch immer den Rücken stärken. Gerade mit solchen Ideen wie jetzt die hinter uns hängt. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist auch schon etwas sehr Außergewöhnliches, dass man zwei jungen Menschen um die 20, 30, so viel Vertrauen schenkt. Wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gehabt. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man gleich nach dem Studium irgendwo, sag ich mal, einen Job findet und reinrutscht, ne? Genau, also da haben wir beide wirklich großes Glück gehabt und sind, wie gesagt, sehr dankbar, dass man uns das Vertrauen entgegenbringt. Mhm. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, weil wir beide jetzt nicht die jahrelange Arbeitserfahrung haben. Aber man hat es uns quasi anvertraut, dieses große Baby, was es dann doch letzten Endes ist. Und es ist uns wirklich so eine Herzensaufgabe, hier für die Convestheim und natürlich für alle drumherum einfach einen Ort zu schaffen, wo man sich begegnet, wo man Kultur erlebt, natürlich auch private Feiern macht. Und das ist, wie gesagt, mehr als nur ein Beruf für uns. Finde ich, ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr Zeit hattet und dass wir so einen Blick hinter die Kulissen bekommen haben. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss.